Die NATO in Sorge. Peking hat nach den USA jetzt schon den zweitgrößten Verteidigungsetat der Welt und rüstet immer stärker auf. Washington gerät dadurch unter Druck und NATO-Chef Jens Stoltenberg ist besorgt. Das Bündnis müsse sich künftig mehr um China kümmern. China kommt immer näher an die Haustür Europas. Das Land ist präsent in der Arktis, in Afrika und im Mittelmeer. Peking investiert massiv in kritische Infrastruktur in Europa und ist eine feste Größe im Cyberraum, sagte Stoltenberg Welt am Sonntag. Die Sorgen Stoltenbergs sind vor allem militärischer Art. China investiere stark in Nuklearwaffen und Langstreckenraketen, die Europa erreichen können. Die NATO-Verbündeten müssten sich gemeinsam dieser Herausforderung stellen, so Stoltenberg weiter.